Feuer frei für Sie. Vielen Dank für die Einleitung. Ja, schönen guten Abend auch von meiner Seite. Freue mich, hier zu sein. Ich habe auch direkt eine positive Nachricht nach vielleicht ein paar negativen, wie wir gerade schon gehört haben. Es gibt Hacker, es gibt viele Hacker. Es gibt aber eben auch die guten Hacker und es gibt nicht nur ein Team, sondern mehrere Teams. Wir gehören auch dazu. Wir sind auch die Whitehead-Hacker und letztendlich auch im guten Sinne unterwegs und versuchen, Schwachstellen für unsere Kunden zu identifizieren. Ich kann das auch voll unterschreiben, was der Kollege von Code White gerade gesagt hat. Es ist natürlich wichtig, reale Angriffe durchzuführen. Und die große Variante davon ist das sogenannte Red Teaming. Ich muss es aber trotzdem ein bisschen relativieren, denn es gibt natürlich auch Unternehmen, die vielleicht jetzt nicht so permanent diesen großen gezielten Angriffen ausgesetzt sind, wie es viele Großkonzerne sind, definitiv. Aber es gibt eben auch die KMUs und Kleinen, die vielleicht einfach nur gelegentlich halt mal einen Angriff erfahren, weil sie vielleicht einfach wirklich nicht auf die Best Practices geachtet haben. Und es sind vielleicht wirklich einfache Schwachstellen, die ein Angreifer ausnutzen kann. Von daher sind natürlich so Penetration-Tests, die vielleicht nicht diesen ganz großen Umfang haben, nicht so realistisch sind wie Angriffe, die jetzt über ein Jahr laufen, natürlich schon auch sehr wichtig für die Unternehmen und ein Bestandteil, ein Baustein in dem Gesamtkonstrukt, das ein Unternehmen machen muss, um die eigene IT-Sicherheit zu gewährleisten. Und ja, das machen wir. Wir testen letztendlich verschiedene Systeme für unsere Kunden in einem sehr breiten Spektrum, deswegen auch der Titel meines Vortrags. Auf der technischen Seite einmal vielleicht so diese klassische Unternehmens-IT. Ja, das ist natürlich was sehr Wichtiges zu testen, ob es da Schwachstellen gibt. Dann Web-Anwendungen, mobile Anwendungen, Anwendungen, die in der Cloud sind. Das ist natürlich ein Thema, was extrem im Kommen ist, dass alle versuchen jetzt auch interne IT in die Cloud zu migrieren. Oder unten das Beispiel produktive Systeme, ja, irgendwelche Produktionsmaschinen, die vernetzt sind, die vielleicht auch potenziell Schwachstellen haben. Stichwort Vernetzung, diese ganze Kommunikationsinfrastruktur ist auch letztendlich ausgesetzt allen möglichen Schwachstellen und kann untersucht werden. Und der große letzte Punkt, der jetzt noch hier auf der Folie ist, hier unten rechts eingebettete Systeme. Ja, also Kleinstcomputer, die in allen möglichen Gegenständen integriert sind, die wir so in unserem Alltag haben. Eine Smartcard, ein Router oder hier das Beispiel Automotive. Ja, unsere Autos sind voll mit Steuergeräten, die auch letztendlich Computer sind, die miteinander kommunizieren, vielleicht auch mit dem Backend kommunizieren, potenziell technischen Schwachstellen ausgesetzt sind. Ja, aber was wir vorhin gehört haben, die technische Perspektive ist die eine Sache und natürlich ist der Faktor Mensch extrem wichtig auch hier. Und es ist letztendlich so, dass alle diese Systeme in irgendeiner Form eine Schnittstelle zu einem menschlichen Kreis haben, zu Benutzern, zu Endbenutzern, zu den Entwicklern, die es hergestellt haben, vielleicht zu irgendwelchen Technikern, die nachher die Wartung übernehmen. Und auch hier ist natürlich dann potenziell interessant, Schwachstellen zu identifizieren. Ja, und ein ganz wichtiger Aspekt, deswegen auch das, was ich vorhin gesagt habe. Angreifer nutzen tatsächlich sehr gerne den einfachsten Weg aus. Sie versuchen jetzt nicht die Kryptografie zu knacken, machen sie vielleicht auch manchmal, wenn sie ein Jahr Zeit haben. Aber wenn es so einen einfachen Weg gibt, ans Ziel zu kommen, dann nehmen sie natürlich den. Und das ist halt extrem wichtig, die auch schnell zu identifizieren, damit man letztendlich dieses Risiko durch diese auch sehr einfachen Schwachstellen beheben kann. Da habe ich heute zwei Beispiele mitgebracht, einmal im Social Engineering Bereich und eins im Automotive Bereich. Und hier geht es einmal um Phishing. Phishing ist hier in allen Begriff. Ja, wir hatten gerade das Beispiel mit der E-Mail. Was ich heute aber vorstellen will, ist mal auch ein ganz einfacher Weg wieder, Teams Phishing. Ja, also Microsoft Teams, gerade durch die Pandemie, ist sehr weit verbreitet mittlerweile. Viele Unternehmen benutzen das. Ja, und was ist jetzt hier der Knackpunkt? Ja, anstatt einer Phishing-E-Mail zu benutzen, macht man halt Phishing über Teams. Und warum ist das möglich? Weil manche Unternehmen Teams so konfiguriert haben, dass andere die Teams benutzen, die Kontakte der eigenen Mitarbeiter öffentlich erreichen können. Das heißt, das wäre jetzt so mal so ein Beispiel von meinem Teams-Account, schutzwerk.com. Und wenn wir das so falsch konfiguriert hätten, dann können andere Teams-User, wenn sie meine E-Mail-Adresse kennen, mich letztendlich sehen über Teams und mich dann anchatten, anrufen, Videochat machen, auch meinen Online-Status sehen. Und ja, warum ist das so? Das ist die Default-Einstellung bei Microsoft Teams. Wenn man das nicht ändert, dann kann halt das jeder sehen und jeder andere kann einen kontaktieren. Teilweise machen das aber Unternehmen auch beabsichtigt, ja, weil es vielleicht einfacher ist, dass Kunden einen über Teams kontaktieren können. Ja, und wie sieht das aus? Ganz ähnlich wie beim E-Mail-Phishing auch. Ja? Also wenn angenommen jemand meinen Account jetzt hernehmen möchte, um bei Schutzwerk jemand anders über einen Phishing-Angriff anzugreifen, dann geht er her und registriert sich eine neue Domain, schutzwerk-it.com. Das ist sehr gern benutzt, weil -it klingt erstmal so, als wäre es die IT-Abteilung. Das ist sehr relativ unauffällig, die Erweiterung. Und wenn man den Account jetzt mal so sieht, ist fast kein Unterschied zu bemerken.
außer eben an so drei Stellen, wo wirklich diese Domain angezeigt wird. Und es gibt so einen kleinen Hinweis, da steht extern. Extrem subtil, extrem unauffällig. Wenn man jetzt von so jemand angerufen wird, da guckt ja keiner darauf, ob da irgendwo klein im Grauen extern steht. Ja, also da würde jeder glauben, der Bastian ruft an. Bastian sagt, ich soll mal kurz auf die interne Webseite gehen, neues VPN-Gateway testen und die Zugangsdaten eingeben. Das macht natürlich jeder. Also unsere Erfahrung ist, haben wir jetzt in einigen Assessments schon gemacht, Erfolgsquote 100%. Ja, also im Vergleich zu E-Mails, da sind die Leute deutlich sensibilisierter mittlerweile. Aber Teams, ja, das ist halt bei den meisten ein internes Kommunikationsmedium. Ja, das sind meistens die Kollegen, die einen da anchatten. Da glaubt keiner, dass da hier auf einmal ein externer Angriff erfolgt. Und von daher, ja, wenn Sie Teams benutzen, gucken Sie mal, ob das so konfiguriert ist, dass es nur durch interne Kollegen erreichbar ist. Ein anderer Punkt hat jetzt nichts mit Phishing zu tun, das ist aber auch ganz spannend. Man kann natürlich dann, wenn es so konfiguriert ist, auch einsehen, ob jemand online ist, ob jemand beschäftigt ist oder ob jemand abwesend ist, den Online-Status einsehen. Und diese Information, die kann auch sehr spannend sein. Das ist nun so eine kleine Referenz auf eine alte Arbeit mit den Kollegen Andreas Buchenscheid und Frank Kagel zusammen gemacht. Vor vielen Jahren schon haben wir den Online-Status von WhatsApp-Benutzern ausgewertet. Und das ist ganz interessant, man kann sehen, wann stehen die Leute auf, wann gehen sie zur Arbeit und mit wem kommunizieren sie. Ja? Die Korrelation über diesen Online-Status gibt Aufschluss darüber, wer mit wem kommuniziert. Also sehr spannend, natürlich auch im Unternehmenskontext, wenn man das jetzt über Teams analog machen würde, ja, welches Unternehmen kommuniziert mit welchem anderen Unternehmen. Ja, das eine Beispiel, das andere, wie gesagt, auch wieder im Kontext leichte Angriffe im Automobilumfeld. Angriff über eine USB-Tastatur im Fahrzeug. Also das war ein Pentest von einem Instrument-Cluster in einem Fahrzeug. Das Bild ist nur symbolisch, ja, es war nicht dieses Fahrzeug. Aber letztendlich ist es ja so, dass die Systeme im Fahrzeug oft einen USB-Anschluss haben. Ja? Das heißt, man kann dann einen USB-Stick reinstecken, um Musik abzuspielen oder sein Smartphone zu verbinden. Und Hacker oder wir gehen natürlich hin und stecken da alles Mögliche rein, zum Beispiel eine USB-Tastatur und gucken mal, was passiert. Weil ist ja relativ einfach, das mal auszuprobieren. Mit ein paar Tastenkombinationen haben wir dann geschafft, das System zum Absturz zu bringen, neu zu booten. Und das heißt natürlich, okay, Tastatur wird erkannt, funktioniert, kann man bedienen, aber man sieht nichts. Ja. Es wird ja natürlich auf dem Display nicht angezeigt, was man da für Kommandos eintippt. Das heißt, was kann man da machen? Es gibt so kleine Helferlein, so ein Tool, das nennt sich Teamsy. Es gibt es auch in allen möglichen anderen Varianten. Letztendlich ist es nichts anderes als eine programmierbare Tastatur. Ja, man steckt dieses Ding ein, man sagt dem, spiel bitte automatisch diese Kommandos ein, die ich da reinprogrammiert habe. Und dann spielt es letztendlich automatisch die Tastatur. Und in dem Fall haben wir das so programmiert, dass letztendlich alle Dateien und die Software, die in diesem Infotainment-System waren, auf diesen USB-Stick kopiert wurden. Und dann hatten wir halt schon mal die ganze Software, konnten sie weiter analysieren, auf Schwachstellen untersuchen und so weiter. Und wenn man das ein bisschen weiter treibt, dann kann man natürlich so einen USB-Hub nehmen, auch wieder einen USB-Stick dran, in Teamsy. Und ein Netzwerk-Dongle, was über USB funktioniert. Daran kann man dann wiederum ein Netzwerkkabel anschließen, das gelbe hier, was an unserem Laptop endete. Und dann hat man wieder die Möglichkeit, eine Kommandozeile sich zu holen auf der Head-Unit und sieht dann letztendlich auch, was man macht. Ja. Und auf Unix-System, was auf dieser Head-Unit dann lief, gibt man so einen Befehl, I, who am I? Das ist letztendlich einfach nur die Frage, welcher Benutzer bin ich denn gerade in dem System? Zurück haben in dem Fall Root, ja, also wer Linux-Systeme kennt, weiß, ist der Benutzer mit den höchsten Rechten. Das heißt, an der Stelle konnte man wirklich manipulativ in das System eingreifen. Ist eigentlich jedem klar, dass das relativ schlecht ist. Und nur über den Anschluss einer USB-Tastatur. Also von daher durchaus problematisch. Genau, damit wäre ich auch schon am Ende meiner knappen 10 Minuten. Da stehen noch 6 Sekunden. Also letztendlich... wollte ich damit halt einfach nochmal zeigen, dass es halt wirklich in jedem Bereich, und das waren jetzt nur 2 Bereiche, und das ist wirklich überall, so gibt es halt wirklich triviale Angriffe auch. Ja, und die werden natürlich ausgenutzt. Und die werden als erstes ausgenutzt. Und deswegen letztendlich, ja, realistische Angriffe über eine lange Dauer sind natürlich wichtig, aber es sind natürlich auch die normalen Pentests, die auch die einfachen Schwachstellen finden. Und von daher ist das Gesamtkonstrukt, ja, alle Bausteine sind für die Gesamtsicherheit eines Unternehmens natürlich sehr wichtig. Vielen Dank.